Paul ist alle tot, nicht wahr? Die haben alle umgebracht. Hätten wir das machen müssen oder ist das jetzt böse von mir gewesen? Ist doch egal eigentlich. Ich hätte die sowieso nicht mehr mitgenommen. Ah, jetzt quatscht er gerade. So ein Mist. Jetzt haben wir Auriels Bogen. Und wenn selbst die Götter es so wollen, dürfen wir nicht untätig bleiben. Die Zeit ist gekommen, Hakon und seine unheilige Prophezeiung ein für allemal auszulöschen. Wir werden zu ihren Schlupfwinkel marschieren und diese abscheuliche Kreaturen zerstören, auf dass sie nicht länger unsere Welt verderben können. Dies ist unser Kampf und dies ist unser Schicksal. Die Zeit der Dämmerwacht ist gekommen. Tötet die Scheusale! Es ist soweit. Zwischen die Augen. Ah ja. Es wird Zeit, dass wir den Kampf vor ihren Türen austragen. Sammelt eure Ausrüstung und ruht euch aus, mein Freund. Wir treffen uns vor Burg Volgihar. Na bitte. Jetzt doch wieder. Okay, ich hätte die auch alle alleine umbringen können. Das wäre jetzt nicht das Problem. Oh, guck mal, da rücken sie alle aus. Ich möchte das sehen. Guck mal da, sie rücken alle aus. Oh, toll. Schön. Hey, ich wollte noch schwere Rüstung gucken, aber egal. So, ich guck mal gerade noch. Hier war doch noch irgendjemand, der Schmiedesachen verkauft hat, oder? War es nicht so? Nee. Hier war keiner mehr, der Schmiedesachen verkauft hat. Egal, ach ja, wir haben den Verzauberer immer noch hier rumzuliegen. Können wir gerade benutzen. Entzaubern. Das wollten wir nochmal machen. Elfen durch der Furcht. Flupper. Der Schneestürme. Flupper. Der Magiker. Nee, oder? Obwohl, die Diademe brauchen wir sowieso nicht. Also weg damit. Bögen bewirken 20% höheren Schaden. Weg damit. Okay, Heizkette der flinken Finger. Okay, die Heizketten behalten wir einfach mal. Weil die kann man besser gebrauchen. Und das kann man auch alles gebrauchen. Nur die Schuhe kann man nicht gebrauchen. Insofern auch weg. So, okay. Verzauberung verbessert auf irgendwas. Schön. Dann können wir jetzt mal gerade gucken. Verzaubern, lohnt sich das denn? Marika, Schießkunst. Schießkunst verstärken. Boah. 13% höheren Schaden. Ist schön, wäre schön. Wir haben aber keine Seelensteine, oder? Ne, wir haben gar keine Seelensteine. Ah ja, gut, die habe ich ja alle abgelegt schon. Ist Dexion noch da? Der müsste doch eigentlich noch hier rumlungern. Hallo, Dexion? Habe ich den nicht gerade husten gehört hier irgendwie? Ach, guck mal da. Hui. Zaubertrank. Kleine Heilung, geringe Ausdauer und Krankheitsheilung. Schön. Und da sind noch Gifte, oder? Ne, ist ein Nordbeet. Okay, gut. Und eine Armbrust. Und Bolzen. Hui. Gibt's hier noch mehr Bolzen irgendwo? Ich würde gerne noch Bolzen mitnehmen. Ich glaube... Ne, die sind heute geizig hier. Gibt's hier oben nicht noch irgendwie Bolzen? Ne, kriegt man nur Stahl noch. Na gut, versuchen wir mal mit dem Eisen noch ein paar Bolzen zu schmieden, aber ich glaube nicht, dass es geht. Das muss man mit dem Pfeilmacher machen. Und das gibt es, glaube ich, hier nicht in der Nähe irgendwo. So, Leder, Zwergisch, bla. Das müsste bei Eisen sein, oder? Na, Eisen. So, Eisen durch, bla bla bla. Eisenpfeiler, nee. Gibt's hier vielleicht Bolzen irgendwo oder so? Schmuckstück, Schutin, Starum, sonstiges. Nee, Muschelkäferhelm. Ich verstehe das immer noch nicht. So ein blöder Muschelkäferhelm, wer braucht denn so einen Scheiß? Da passt doch auch gar kein Kopf rein hier. Ist doch alles dicht nach unten. Na gut. Sonst hier noch irgendwas? Starre Pfeile oder so? Starre Pfeile! Oh mein Gott, guck dir diese Pfeile an. 20 Schaden, hui! So, aber hier gibt's auch nicht groß was. Nee. Na gut. Bei Baumaterialien wahrscheinlich auch nicht. Ah, guck mal, Scharniere, Nägel und Eisenbeschläge. Das kennt man ja noch aus einigen Special-Line. Okay, Schmuck können wir auch nichts mit anfangen. Synchronhämmern, ziemlich asynchron. Supersport, Supersport. Okay. Also es gibt von so gut wie jedem Pfeile, nur es gibt keine Bolzen. Von gar nichts. Tja, das ist natürlich schade. Wahrscheinlich müssen wir wirklich zum Pfeilmacher. Ah! Da ist noch wer. Wer bist du denn? Ich kann es kaum erwarten, loszuschlagen. Ja, was machst du denn noch hier? Ich kann es kaum erwarten, loszuschlagen. Immer das gleiche reden, okay, gut. Das ist natürlich eine Entschuldigung. Wenn man geistig minder gebildet ist, dann kann man ja nicht erwarten, dass man dann sofort logische Schlüsse
fest und einfach mal mit ausrückt, wenn alle anderen jetzt losstürmen. So, uns fehlt nur noch ganz kleines bisschen bis zum nächsten Level. Das ist natürlich schön. Jetzt würde ich gerne nochmal gucken, was haben wir denn gerade so als Halsketten und so. Ich gehe ja gerade mehr auf Bogenschießen. Heißt, wir hatten doch irgendwo eine Halskette für Schießkunst. Oder so. Weiß ich nicht, keine Ahnung. So, warte mal. Bekleidung. Okay, der Alchemie. Wir haben gerade Gaudos Amulett, das bringt es natürlich überhaupt nicht, weil wir überhaupt nicht mehr zaubern. Der Alchemie, der flinken Finger, überragend, den gesund. Oh, der steigert 50. Oh, wow, das ist natürlich Hammer. Rüstung mal gerade aus, weil wieso nicht? So, dann haben wir hier noch Knappen, leichte Rüstung, Blitzresistenz, einhändige Angriffe, überragendes Feitschen. 20% bessere Preise ist natürlich der Obershit. Ring der Ausdauer. Machen wir mal gerade. Das ist 30 Punkte, ist auf jeden Fall besser. Und ich glaube, wir hatten gar keine Ringe mehr ausgerüstet, oder? Das ist ja bescheuert. Nee, wir können auch nur einen Ring ausrüsten, stimmt ja. Okay, da hatten wir Ring des Knappen noch. Das war auch dämlich, dass man einen Ring ausrüsten kann, ganz ehrlich. Also, zwei Ringe gehen eigentlich normalerweise schon an jeder normalen Person. Zumindest an jedem Ringfinger. 10% bessere Preise, okay. Den hauen wir uns mal von Favoriten weg und hauen stattdessen den hier rauf, den mit dem überragenden Feilschen. Und der Rest ist ja eher sinnlos. Boah, diese Gesundheit ist so Hammer. Wirksamkeit gebrauter Tränke. Ah ja, okay. Okay, gut. Ansonsten haben wir noch irgendwelche Tränke, die irgendwas bringen? Die haben wir nicht. Okay, gut. Gut, gut, gut. So, dann rücken wir mal mit aus. Und wo rücken wir denn aus? Da rücken wir aus. Boah, diese Karte ist manchmal so crappig. So. Burgwolke, ja. Da so. Jetzt gehen wir mal zur Vordertür. Nicht, dass wir jetzt wieder hier irgendwelche Probleme verursachen, indem wir irgendwo durchrennen, was nichts bringt. Egal. Naja. Frag mich ja, was die jetzt alle machen, so lange. Bauen die jetzt Barrikaden wenigstens auf oder so ein Kram? Oder fangen die schon alleine an, alles umzumähen, was da irgendwie in Weg läuft. Wäre zumindest interessant. Nutzen die auch alle dieses kleine Boot, was da am Anfang war? Kann man sich gar nicht vorstellen, dass die alle raufpassen. Obwohl, wir waren ja nur 7, insofern. Ach ja. Hallo? Oh, interessant. Sogar so ein oller Troll. Hey Leute! Wollen wir los? Stürmen wir? Ja, komm, greifen wir an, oder? Nee, die stehen da einfach nur rum. Dexion? Oder sonst wer? Durak? Blablab? Blubliblub? Isran, hallo. Es ist erst vorüber, wenn keiner von ihnen mehr lebt. Ja. Ich vermute mal, die wollen, dass wir alleine vorstürmen. Klar. Hallo. Ja. Stirb. Bla. Du scheiß Gargoyle. Mistvieh. Oh, mächtiger Gargoyle. Nicht schön. Hui. Aua! Modana! Oje! Das war der Falsche! So, das war der. Und da kommt irgendein Gargoyle. Und das geht ja hier richtig ab. Obwohl, nee, eigentlich ja nicht. Okay, die nehmen wir mal alle aus. Hat er so viel dabei gehabt. Das hat sich ja richtig gelohnt. Nee, klar. Oh, gegrillter Lauch. Oh, den brauchen wir unbedingt. Stahlbolzen. Super. Was haben denn die mit Armbrüsten zu tun? Ich dachte... Ah, super, Serana. Ist ja sonst wenigstens auch irgendwer gestorben, der irgendwas bringt? Hallo? Ach, Modana. Oder Modna. Oder so. Oder Gramr, was sie für scheiß Namen haben. Da würde ich mich aber auch zum Vampir entwickeln wollen. Damit ich allen nicht meinen Namen sagen muss. So, Amethyst und Granatstein. Ist auch wurscht. Dann könnte ich alle einfach umbeißen, die was gegen meinen Namen haben. Das ist wahrscheinlich auch der Hauptbeweggrund für die gewesen, Vampir zu werden. Oh, Stalf. Auch super. Dietrich. Mann, die haben so viele tolle Sachen dabei. Einen Stahlbolzen. Hui. Aber ich glaube, der wurde den da reingeschossen. Insofern. Hey. Sind schon alle abgehauen ohne mich. Das gibt's ja nicht. Na gut. Und der eine Typ hat sich oben übrigens auf der Brücke festgebackt. Was auch schön ist. Hoffe, der kommt jetzt noch nach. Ansonsten sind wir einer weniger, egal.
Mann, ist immer so ein Chaos in den Kämpfen. Da kriegt man gar nicht mehr mit, wen man da jetzt angreift und wen nicht. Und vor allem, wen man angreifen soll. Das ist auch mal so eine Sache. Weil ich weiß ja gar nicht, wer gehört dann alles zu uns. Ist ja auch mal so eine Sache. Kann man hier eigentlich die Helligkeit hochdrehen? Ich habe es noch nie versucht. Man kann nur Gamma hochdrehen, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Weil dann sieht am Ende alles voll schräg aus und das wollen wir ja nicht. Was war das? Ah. Hallo. So, ich rüste mal gerade einen Bogen aus, dann sind wir ein bisschen, ja gut, nachladen, während nichts passiert. Ein bisschen präziser und greifen nicht unsere eigenen Leute an. Ja, ja, ja. Scheißhund. Bam. Kusidnit. Wer ist das? Irgendwer. Feran bla bla. Kriegt einen Pfeil in den Rücken. So, und da unten ist noch irgendwer mit dem... So, schön in die Ferse. Und da ist noch irgendeiner. Fura bla bla. Die erkennt man mal relativ gut. Daran, dass sie sterben. Aber ich glaube, da sind auch ziemlich viele von uns gestorben bei. Gibt's da noch wen? Oh ja, da gibt's doch einige. Hallo? Irgendwie gleich sind wir alleine, wenn es so weitergeht. Die gehen ja alle drauf. Hallo? Hallo? Ah ja, da. Wer ist das? Gehört er zu uns? Nee, gehört nicht zu uns. Warte mal. Ah. So. Damit wäre das erledigt. Das war das? Wie entdeckt? Irgendwie sind gerade alle unsere Leute gestorben einfach. Ah nee, doch, der hat sich jetzt wiederbelebt gerade. Gunmar. Okay, gut, das war falsch. Okay, das war der richtige. Der gehörte zu uns, oder? Hestler. Nee, der war auch... Das war alles richtig, hey. Ich glaube, ist keiner von uns umgebracht worden. Nee, klar. Käme niemals auf den Gedanken. Habe ich gerade eigentlich... Warte mal kurz. So, mal kurz geguckt. Welche Pfeile haben wir denn gerade drauf? Stahlpfeile, okay. Ich dachte, wir schießen jetzt die ganze Zeit die Superpfeile durch die Gegend. Das wäre nicht sonderlich sinnig. So, niedrige Stahlbolzen. Okay. Hier drüben. Ach, da vorne ist Verzauberer mal wieder. Was? Stehen? Ich stehe hier beim Feinden. Ich stehe hier doch nix. Ist ich veräppeln? Blutpreisung und Wehklagen. Ah ja. So, ich lese dann gerade mal ein bisschen. Das Samenkorn. Auch super. Naja, gut. Oh, ho, ho, ho. Wehe, die Dinger stehe ich danach. Wehe, das ist stehlen. Oh, willst du mich veräppeln? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Na, wenigstens haben wir Dingens ins hochgelevelt. Das ist doch nicht dein Ernst. Das sind doch elendige, weiß es ich was. Oh, guck mal, der Alchemist hat sogar noch seine Sachen dabei. Das sind doch die Feinde. Hier kann man doch alles mitplündern, was irgendwie geht. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ärgert mich jetzt aber. Das ärgert mich jetzt richtig. Das hätten sie wenigstens mal anpassen können, dass man hier alles wieder ausplündern darf. Ach nö. So, dürfen wir jetzt hier lang? Für die Dämmerwacht. Für Himmelsrand. Ja, nur Himmelsrand. Ich würde mich auch immer so besaufen, bevor ich losgehe und die Schlacht ziehe. Klar. So, Tür, öffne dich. Ist hier noch sonst irgendwer? Hier kann man sich ja auch alles... Nee, kann man nur klauen. Ach, leck mich doch. Das ist doch kein Klauen. Das ist Diebesgut, Diebesbeute, Dingens. Trank des Blutes, leck mich. Was ist denn das hier? Kann man nicht mal eine Sache mitnehmen hier? Das gibt's doch nicht. Oh, guck mal, da ist ein Sarg. Schlafen, Sarg, fremd, klar. Ich kann auch das Ding hier nicht mitnehmen. Ich kann hier gar nichts mitnehmen. Ist ja unfair. Das ist ja echt gemein. Das ist ja so fies. Ist da irgendwer drin? Nee. Wollen wir uns selbst einschließen? Sicher voll sinnig. Ich weiß gar nicht, wieso müssen Vampire jetzt eigentlich immer foltern? Das ist mir so richtig klar. Ich glaube, die wollten doch nur Blut trinken. Du musst auch nicht gleich für die Leute unbedingt an Stricken durch die Gegend zerren und auseinanderreißen in einem Stück. Das muss doch nicht sein.